Sie ist eine der beliebtesten Charaktere aus dem Star Wars Universum und sie bekommt ihre eigene Serie, welche weitreichende Konsequenzen für das existierende Kanon Star Wars Universe haben wird. Zeit für uns, einmal eine generelle Übersicht zu schaffen. Was wissen wir bisher über die kommende Ahsoka Tano Serie? Wer wird dort eine leidtragende Rolle spielen? Wen werden wir aus alten Serien wiedersehen? Und welche neuen Charaktere treten für uns in Live-Action das erste Mal auf? Genau diesen Fragen werden wir in den nächsten Minuten auf den Grund gehen. Das alles jetzt im Video. Und damit auch hello there, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Spätestens seit The Clone Wars oder seit der berühmten I Am No Jedi-Szene in Star Wars Rebels hat sich Ahsoka Tano wahrscheinlich als einer der beliebtesten Charaktere überhaupt in unser Herz geschwungen. Also mit den Lichtschwertern selbstverständlich. In The Mandalorian Season 2 durften wir sie dann das erste Mal auch auf der Live-Action-Leinwand sehen. Dargestellt von Rosario Dawson hat sie bei vielen sicherlich einigen Anklang gefunden, bei den meisten aber erstmal die Frage, und was kommt jetzt? Innerhalb der letzten Monate gab es unglaublich viele Gerüchte, bestätigte Leaks, als selbstverständlich auch Hinweise, was wir letzten Endes in der Ahsoka Tano Serie zu sehen bekommen. Und da wollen wir in diesem Video wirklich von vorne aufrollen. Wer spielt welche Rolle, welche Charaktere kommen vor und was bedeutet das für dieses große Live-Action-Mandoverse? Und kleiner Spoiler, es ist enorm weitreichend. Und hat auch ein bisschen was mit Star Wars Rebels zu tun. Das alles natürlich jetzt in den kommenden Themen und ihr seid gewarnt, potenzielle Spoiler für die Serie. Ob es letzten Endes stimmt, werden wir natürlich erst bei Release rausfinden. Das erste Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, ist selbstverständlich, wer spielt denn hier eigentlich mit? Wir wissen bisher von Rosario Dawson, die wieder einmal in die Rolle von Ahsoka Tano schlüpft. Dazu wissen wir, dass Natasha Liu Bordisso als Sabine Wren gecastet wird und Ivana Sackno als eine wahrscheinliche, bisher unbekannte Antagonistin. Die kennt ihr unter anderem aus Pacific Rim. Lars Mikkelsen wird ja als der legendäre Thrawn auftreten und Mena Massoud ist bestätigt als Ezra Bridger. Außerdem dabei Hayden Christensen, der entweder als Anakin Flashback oder als Machtgeist Anakin Skywalker in Erscheinung treten wird. Und egal welche Rolle der übernimmt, das werden sicherlich die meistgehyptesten Szenen, auf die schon ganz, ganz viele Jahre lang warten. Jetzt aber gibt es einen weiteren Cast-Member, der sehr, sehr interessant ist, nämlich die Frau von Obi-Wan Kenobi. Man muss fairerweise sagen von Ewan McGregor, nämlich Mary Elizabeth Winstead. Die ist seit 2018 mit dem Obi-Wan Kenobi-Schauspieler zusammen. Das mag an dieser Stelle aber wahrscheinlich eher Zufall sein, vielleicht ist hier aber auch einfach Vitamin B geflossen und man hat diese Rolle ergattern können. Als kleine Hintergrundinfo muss man dabei wissen, sie ist mittlerweile 37 Jahre alt und passt damit alterstechnisch exakt in eine ganz, ganz bestimmte Rolle, die bisher noch gar nicht erwähnt worden ist. Na, ich rede von einer ganz, ganz bestimmten grünhäutigen Twi'lek, Hera Syndulla. Aber warum erwarte ich eigentlich, dass eine Hera Syndulla für diese Serie auftreten wird? Auf der einen Seite ist Rangers of the New Republic zwar gecancelt worden, wir wissen aber aus sicheren Quellen, dass nach einer Hera Syndulla schon die letzten Monate gesucht wurde. Sie würde alterstechnisch und aussehenstechnisch natürlich mit dem richtigen Make-up definitiv passen. Zudem wissen wir durch einen wiederkehrenden Ezra Bridger, eine Sabine Wren und sicherlich auch einen Thrawn, dass ganz, ganz viele alte Charaktere aus Star Wars Rebels auftauchen werden. Was macht natürlich einfach nur Sinn, wenn man Ezra und Thrawn irgendwo sucht und du schon eine Ahsoka und Sabine Wren dabei hast, natürlich Teile der alten Crew wieder ranzuholen und ganz vorne dabei natürlich einen Piloten, der einen irgendwo in die unbekannten Regionen schippern könnte. Und wer würde sich da besser eignen als selbstverständlich Hera Syndulla? Also mein Schuss ins Blaue hier, diese Frau, also Mary Elizabeth Winstead, die könnte potenziell die Rolle der Hera Syndulla einnehmen. Passen würde es auf jeden Fall. Durch diese ganzen Rollenverteilungen bietet sich uns also mittlerweile ein sehr, sehr klares Bild.
Die Ahsoka Tano-Serie könnte das werden, was ich mir persönlich sehr gut vorstellen könnte. Eine indirekte Star Wars Rebels-Fortsetzung mit sehr viel Bedeutung für das Star Wars Universe in einem wohl sehr erwachsenerem Setting als die vorangegangene Animationsserie. Drehstart, und das wissen wir auch seit dieser Woche, ist übrigens noch in diesem Monat, Ende Januar 2022. Und die Handlung orientiert sich anscheinend auch lose an The Mandalorian Season 3, welche Ende diesen Jahres herauskommt. Wenn wir also die Dauer der Dreharbeiten der letzten Serien so ein bisschen mit einbeziehen, als natürlich auch das Ausstrahlungsdatum von The Mandalorian Season 3, dann können wir uns hier auch wirklich relativ gut ausrechnen, wann die Ahsoka Tano-Serie endlich auch auf Disney Plus erscheint. Und das wird Anfang 2023 höchstwahrscheinlich der Fall sein. Zeittechnisch passt es, dreharbeitentechnisch passt es und die wichtigsten Rollen hat man mittlerweile also besetzt. Die Bedeutung dieser Ahsoka Tano-Serie ist dabei nicht einmal hoch genug anzusetzen. Denn das, was wir darin sehen werden, ist halt dieses Auftreten von Thrawn, der jetzt schon bestätigterweise der Hauptantagonist der nächsten Jahre tatsächlich wahrscheinlich werden wird, innerhalb dieses momentanen Star Wars Kanons und dieses aufbauenden Mandoverse. Mit The Book of Boba Fett, mit The Mandalorian, als selbstverständlich auch mit Ahsoka Tano und vielleicht mit der kommenden Bo-Katan-Serie, die die Rangers of the New Republic-Serie ablösen könnte von ihrem Stellenwert aus. Was wir aber nicht wissen, ist, ob Thrawn wirklich langfristig ein Antagonist, also ein Gegenspieler sein wird, denn hier gibt es ja einige Vermutungen im Raum, die sagen, Thrawn ist ein taktisches Genie. Er hat für das Imperium, für seine eigenen Zwecke gearbeitet und der Hauptsinn bestand darin, das Chiss-Imperium, also die Rasse, von denen er abstammt, irgendwo zu unterstützen gegen zum Beispiel die Grisk, eine aufstrebende, feindselige Rasse aus den unbekannten Weiten. Was also potenziell sein könnte, ist, die Ahsoka Tano-Serie führt uns auf die Suche nach Thrawn und es stellt sich heraus, die Jahre mit Ezra Bridger haben gezeigt, dass Thrawn gar nicht so böse ist, sondern im Endeffekt zwar böse Wege gegangen ist, aber um ein eigentlich lobenswertes Ziel zu erreichen. Wer die neueren Thrawn-Romane gelesen hat, der weiß auch ganz genau, worauf ich hinaus möchte. Ihr merkt, die Ahsoka Tano-Serie wird wahnsinnig wichtig und ich persönlich freue mich zusammen mit der Obi-Wan Kenobi-Serie, die vielleicht nicht so aussagekräftig für den zukünftigen Kanon sein wird, aber wahrscheinlich einfach nur unglaublich nostalgisch, glaube ich tatsächlich, dass die Ahsoka Tano-Serie die maßgebende wird, die wichtigste Serie, die zeigt, wo es die nächsten Jahre mit den Serien insgesamt hingehen wird. Eure persönliche Meinung dazu würde ich sehr, sehr gerne wissen. Ab in die Kommentare. Was malt ihr euch für eine Handlung aus? Wen würdet ihr wiedersehen? Ich persönlich hoffe auch mega auf Chopper. Ich meine, den musst du nicht casten. Gib uns Chopper. Ich liebe diesen sarkastischen kleinen Kackdroiden. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ab, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Und wenn ihr hiervon nichts mehr verpassen möchtet, gerne einen Daumen nach oben da lassen und abonnieren und die Glocke aktivieren. Das solltet ihr nicht verpassen, dann werdet ihr über jedes neue Video hier auf diesem Kanal auch informiert. Ich danke euch fürs Zuschauen. Die Shirts und Co. gibt's in meinem Shop. Und in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.